Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge in einer neuen Aufnahme, in einem neuen Stream. Chat sagt Hallo, hallo Chat, Chat hallo. Ja, wir sind jetzt wieder bei Fontaine Futuristics und wir hatten ja als letztes diesen, war das Gilbert oder sowas in der Richtung? Ne, Gilbert habe ich jetzt glaube ich wieder, ah doch, na hier Gil, siehst du? Jill Alexander war's, genau. Wir hatten ja schon ein bisschen angefangen. Hier war ja Alpha, ne? Genau, Alpha-Serie. Ah, ja, genau. Und hier war Adam. Und dann wollten wir das, glaube ich, auch erstmal mitnehmen, soweit ich das weiß. Was natürlich hier trotzdem sehr, sehr furchtbar werden wird, weil ja im Prinzip von überall die Leute kommen können. Aber hey. Nützt ja nichts, ne? So, dann gucken wir nochmal. Haben wir ein paar Fallnieten? Das haben wir. Hm. Frage ist nur, wo wir die aufstellen. Hm. Im Prinzip können die Leute ja echt von überall kommen. Der Tyrann hat keine Familie, keine Freunde, kein Heimatland, nur Sklaven, die er an sich kettet. Seine Mitmenschen fragt er nur, welchen Nutzen bringst du mir? Diejenigen, die ihn lieben, sind seine Untertanen. Denn der Tyrann akzeptiert nur Bewunderung oder Angst. So, dann haben wir doch noch ein paar Fallensperre. Mal sehen, was können wir denn damit machen? Ah, das ist auch gut. Kann ich da eigentlich... Na, ich hoffe, ich kann da so durch. Na, mal so. Mal sehen. Mal ausprobieren. Wir haben, glaube ich, noch nie Fallensperre hier ausprobiert. Mal gucken. So, wir werden es einfach mal sehen, ne? Was wir hier jetzt hinbekommen. So, Granaten, naja, brauchen wir hoffentlich nicht. Mal gucken. Adam, Daddy, genau. Uns. Na komm, meine Kleine, auf geht's. Schlafende Engel leuchten. Ja. Adam leuchtet. Das ist ich auch richtig. Dir Boden und Bänder. Noch ein Familienmitglied. Du bist doch total gestört. Was? Ich? Warum? Du kriegst sie nicht. Ich brauch das, was in ihr. Unschuldigen Kind davon stehlen. Stell dich deiner Strafe. Was für ein unschuldiges Kind. Denn in den Taschen. Sie ist wehrlos. Sie muss ärztlich verhauen. Fertig, ne? Das ist ja so viel. Komm. Bei Daddy bin ich immer in Sicherheit. Genau. Kann ich die wieder aufnehmen eigentlich? Ah ne, okay, die sind also dann fest. Boah, ging doch ganz gut, ne? Da gehen wir wieder mit. Wie immer.
Oh, was ist denn das? Moment. Ach so, Gin. Naja. Oh, das klingt doch super, Matthias. Das klingt doch super. Nur für mich arbeiten. Oder hauptsächlich für mich arbeiten. Das klingt sehr gut. Ich habe auch ein paar Themen, so ist es nicht. Ne? Sollte also erstmal nicht langweilig werden. Okay, Phosphorschrot. Was macht eigentlich der Phosphorschrot? Das muss ich auch mal noch ausprobieren. Ich habe das Gefühl, ich habe hier so wenig Dinge schon ausprobiert. Oder wahrscheinlich mal ausprobiert und dann aber ging es so schlecht, dass ich dann gesagt habe, nee, mag ich nicht. Okay, hat hier oben... Ja, hier ist gar nichts passiert. Okay. Dann nehmen wir die alle wieder mit. So, dann gehen wir erstmal auf das. Okay. Ich habe ein paar wenig Nieten, ne? Stelle ich gerade fest. Der Tyrann hat keine Familie, keine Freunde, kein Heimatland. Nur Sklaven, die er an sich kettet. Achso, dann muss ich jetzt den Verbandskasten irgendwo gelootet haben, weil ich habe extra gedacht, ich gehe nochmal hoch. Da war ein Verbandskasten. Weil wir ja einen verwendet haben. Denn der Tyrann akzeptiert nur Bewunderung oder Angst. Redest du gerade wieder von dir, Mädel? Ah, naja. Schade. Gut, dann schauen wir mal, hä? Was wir jetzt hier gegen diesen Jill Alexander machen können. Weil hier kommen wir ja nicht rein. Oh, warte mal. War das nicht so, dass hier auch... Genau. Das war doch so, dass ich... Ja, ja, das hatte ich mir doch so noch überlegt gehabt. Dass wir jetzt erstmal hier genau diese zwei... Was, Mädel? Oh ja, ganz großer Quatsch, was du hier veranstaltest. Genau, also ich dachte, ich hatte das doch so im Kopf, ne, bei der letzten Folge, dass wir da jetzt diese zwei Adam-Sachen mitnehmen. Die zwei Stellen. Und uns freuen, sozusagen. Also insofern freuen, als dass wir dann ja schon quasi durch sind mit der ersten. So, dann Fallennieten aufbauen. Alles klar, dann Fallensperre. Oh, das Raketenspeer, das wollte ich nicht. Und du darüber. Genau. So. Sieht doch ganz gut aus. Oh. Hier gibt es schöne Sachen drin. So. Hier gehen wir aber mal mit der Knarre vor. Mal sehen. Da ist es. Ach, ich krieg doch von denen auch schon. Ach so, okay, gut. Schade. Das wusste ich jetzt nicht. Es hatte sich unten so angefühlt, dass ich durch die Dinger keinen Schaden krieg. Naja, gut, dann.
ist egal. Engel denken an ihre Mama. Wer ist das? Na komm. Jawoll. Ja, da musst du schon herkommen. Du willst das unschuldige Kind doch umbringen. Nicht ich hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Du sollst nicht immer von dir auf andere schließen. Habe ich dir schon immer gesagt. Und deine Mutti hat das auch zu dir gesagt. Komm, ne? Tada. Und fertig. Ja. Ja, sind wir, meine Kleine. Sind wir. Oh. Ja, das ging doch einwandfrei. So. Ja, diese Fallensachen, die sind schon gar nicht so verkehrt. So, dann gehen wir nochmal schnell da hinten hin. Da gibt es nämlich... Na, komm her. Ja, hier war doch noch irgendwo eine, oder? Ah, okay, die war so drunter gebackt. Alles klar. Dann füllen wir uns jetzt hier hinten noch auf, weil da gab es ja noch mal ein bisschen eine Eve-Spritze und einen Verbandskasten. Alter Schwede, wir haben ja echt viele weggenatzt hier, ne? Auch mit den Fallen und alles. Das ist schon sehr schick. So, safe. Und roll. Bohrertreibstoff. Was sind hier? 28 Bohrertreibstoff in so einer Aktentasche drin. Naja. Wie viele haben wir hier? Oh, wir haben 3 hier insgesamt. Der Tyrann hat keine Familie, keine Freunde, kein Heimatland, nur Sklaven, die er an sich kettet. Seine Mitmenschen fragt er nur, welchen Nutzen bringst du? Denn der Tyrann akzeptiert nur Bewunderung oder Angst. Ja, das ist vollkommen richtig, was du da sagst. Oh, ab in die Haie. Genau, ab in die Haie, kleine Maus. Und hoppala. Ich mag das. Danke. Bitteschön. Du musst nicht mehr so weitermachen. Komm, ich helfe dir. Hoppa. Ja, ich weiß, bist ein bisschen schwach jetzt durch die Umstellung wieder. Hast du geschafft? Wunderbar. Super. So. Passt rein, oder? Was will man mehr? Ging doch super duper. Ja, das ist ein Schrot, das wollen wir nicht.
Ah, da wollte ich es eigentlich hinschaffen. Oh, ist ja egal. So, gut, dann gehen wir mal weiter. Dann schauen wir uns jetzt mal an, was wir jetzt mit diesem Jill Alexander machen können. Der sich hier so krass gegen uns stellt und versucht hier was zu unternehmen. Das können wir ihm ja nicht durchgehen lassen. Und sowas können wir ihm eigentlich auch nicht durchgehen lassen hier. Ich bin jetzt aber tatsächlich am Überlegen. Ob wir uns nicht eventuell doch hier. Warte mal, welche Slots haben wir denn? Haben wir hier irgendwo ein Gen-Ding noch? Da hinten, glaube ich, ne? Sehr gut. Du bist ja sowieso Freund. Hatten wir hier nicht irgendwo... Ja, hier war doch so eine Genbank. Ach, die war genau hier, ne? Ja, genau. Okay. Alles klar, wir haben hier noch einen Punkt. Ne, haben wir nicht. Okay, den haben wir schon genommen. Ich bin am Überlegen, ob wir uns nicht doch noch dieses eine... Wie hieß es denn? Ja, hier, fordernder Vater oder sowas. Oh, ich will sie eigentlich nicht so stressen, die Kleine. Ja, muss ich mal überlegen. Aber dann geht's vielleicht nochmal ein bisschen schneller, was sie das einsammelt. Und dann haben wir ein bisschen weniger Stress. Obwohl das ja jetzt gerade ganz gut ging. Ja, es ist... So, wir gucken nochmal auf die Toiletten. Ich glaube aber, die hatten wir durch. Die hatten wir doch noch nicht durch. Gut. Sehr gut. Ich dachte, die Toiletten hatten wir schon, aber nö, anscheinend noch nicht. Da kommt doch bestimmt einer raus. Da, schön Wasser verschwenden. Ich meine, hier in Raptor ist das ja... Rapture ist das ja... Puh, Wasser. So, komm. Nur weiter so, du Amateur. Dauert nicht mehr lang, dann hast du's verpfuscht. Hier wird erstmal gar nichts verpfuscht, Kollege. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Das haben wir alles noch nicht, ne? Nee, wir sind ja hier komplett neu reingekommen. Okay, Sicherheit kommen wir jetzt gerade nicht rein. Also geht's ja eigentlich nur hier und da lang. Aber hier bin ich jetzt bestimmt schon wieder meiner... Tja, du solltest halt nicht meinen Roboter angreifen. Was du aber trotzdem gemacht hast. Wenn wir jetzt hier langlaufen, gehen wir jetzt hier rein, was eigentlich Endstation ist. Aber naja, gut. Wage es nicht, diesen Signalsender anzurühren, Delta! Er ist 10-mal so viel wert wie du!
sehr enttäuscht von dir, Delta. Das macht die nichts. Die Zerstörung von Fontaine-Firmeneigentum kann mit fristloser Kündigung geahndet werden. Oder einfacher ausgedrückt, du bist gefeuert. Gefeuert! Gefeuert! Okay, und nun? Ich weiß genau, was du vorhast. Du bist hinter meinem Job her, stimmt's? Mit deiner Ausbildung? Weißt du, was für eine Sorte Mensch wir in diese Anzüge gesteckt haben, wie du einen trägst? Hm? Kriminelle, Delta. Du fliegst doch in hohem Bogen aus dem Vorstandszimmer, aus der Stadt. Oh Mann, der denkt immer... Ich glaube, du bist auf der richtigen Spur, Junge. Irgendwelche zweckentfremdeten Signalsender steuern das ganze Sicherheitssystem hier. Finde den Rest und zerstöre sie. Was haben wir denn da? WTF? Die haben sich haufenweise Adam reingespritzt, wie die Blöden. Okay. Dank der neuen, hier bei Fontaine Futuristics entwickelten Plasmid-Technologien ist alles möglich. Die Macht der Götter liegt in ihren Händen. Unsere Eingriffe verlaufen schnell, schmerzfrei und sicher. Oh, danke, Doc. Ich fühle mich großartig. Besser als je zuvor. Wow. Die Resultate sprechen für sich. Investieren Sie noch heute in Plasmid-Technologie. Ich glaube, das ist aber nicht so gut ausgegangen für die da unten. Na gut. Die Frage ist ja jetzt, wie kommen wir da rein? Schade, ich dachte. Auch das hilft nicht. Okay. Wie kommen wir da hinten? Ach so, warte mal. Vielleicht geht das hier trotzdem. Plasmid-Technologien ist alles möglich. Die Macht der Götter liegt in ihren Händen. Unsere Eingriffe verlaufen schnell, schmerzfrei und sicher. Oh, danke, Doc. Ich fühle mich großartig. Besser als je zuvor. Wow. Die Resultate sprechen für sich. Investieren Sie noch heute in Plasmid-Technologie. Tja, ich habe gerade nicht so wirklich ein Gefühl dafür, wo ich da... was ich da machen muss. Weil hier kam ich ja auch nicht durch. Das habe ich ja hier schon probiert, also gerade, ne? So, das funktioniert ja nicht. Ich dachte halt, weil der hier so liegt, ne? Hab ich mir so...
Chat. Seht ihr was? Matthias? Hm. Na gut. Ich glaube, das ist hier eine gute Stelle erstmal. Genau. Ist eine gute Stelle hier erstmal kurz eine Brofist zu geben und die Folge zu beenden, oder? Boah, würde ich sagen. Zweimal Adam geholt. Bisschen aufgeräumt. Passt schon. Ne? In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen und Cheerio.